Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Age of Empires 2. Und wir sollten eigentlich hier weitermachen bei Genghis Khan mit Das Versprechen. Jetzt hat einer meiner besten Freunde gesagt, du hey, du hast ja immer so das Theater mit den 75 Leuten Bevölkerungslimit. Da gibt es so eine kleine Mod, da kannst du ein bisschen hochziehen auf 200, da wird es so ein bisschen spannender. Ich denke, wir versuchen es einmal. Nicht jetzt aber wundern, das ist der normale Bildschirm. Und bitte mir nachher nicht rumheulen, ja, der hat ja nicht die normale Kampagne durchgespielt. Die Kampagnen sind immer gleich. Wir tun nur das Bevölkerungslimit anheben. Und es zählt nicht nur für uns, sondern für den Gegner auch. Also es kann nachher sein, ich kriege noch mehr kassiert. Jetzt haben wir es runtergeladen und hier seht ihr den Spaß. Ich glaube, wir müssen Kampagne 4, nein, zurück. Wir müssen Kampagne 3. Mongolen 5. Nicht wundern, wenn ich das jetzt gleich starte. Das Ding ist ja so, dass die Story komplett übersprungen wird und sowas. Aber sind wir ehrlich, die ganze Story hat uns die ganzen Folgen auch nicht gejuckt. Wir wollten einfach nur die ganzen Kampagnen durchbringen und so, weil ich damit mir einfach einen Jugendtraum erfüllen wollte. Ja, wenn wir irgendwann mal Age of Empires zu Ende haben, weil es geht ja nicht nur hier weiter, sondern da gibt es noch einen DLC, was ich mir noch gönnen möchte, dann möchte ich vielleicht irgendwann mal Siedler anfangen. Ja, Siedler, das wäre schön. Genau, cool. Ich wünsche euch viel Spaß. Tipps gerne, sofern sie mir nicht hart auf den Sack gehen. Nein, Spaß. So, hier, Anweisung, Hinweise, okay, let's go. Polen sollen wir zuerst platt machen. Und es wäre schön, wenn ich irgendwie Musik hätte. Yes. Warte mal, kurz noch hier. Erobern Sie die böhmische Flagge, erobern Sie die polnische Flagge, erobern Sie... Polen ist blau, das ist hier der untere... Okidoki. Let's go. Wie krass ist denn das? Komm du mal her. Alter. Hier haben wir schon eine lässige Burg am Start. Es gibt wohl Engpässe. Muss ich mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ah, er kommt mich auch schon ein bisschen angucken. Okay, fett. Hier ist der blaue. Engpass abgecheckt. So. Geil wäre es, wenn ich ein bisschen Wald hätte, weil das ist ja bis dato noch recht bescheiden. Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist ja für mich kein Waldmann. Hier ist ein bisschen Wald. Komm du mal her. Ah, fuck. Kommt mit einem gewaltigen Herr auf uns zu. Sperre haben an dem Pass, der vor uns liegt, einen Ort ausfindig gemacht, an dem wir uns aufstellen können. Wenn wir eine starke Befestigung bauen, können wir ihr Heer gegen unsere Wälle und Türme schmetten. Also gut, wir können den platt machen oder auch einfach... in der Mitte unsere drei Burgen hinpfeffern. Das geht aber auch nur, wenn wir auch, ehrlich gesagt, erstmal Steine haben dafür. So, wie sieht's aus? Ihr jagt, das ist ja auch ganz okay. So, mein Freund, du gehst noch ein bisschen hier rum. Oh, Design-Kreation-Logo, das ist grün. Und darum schimmert das mit dem Greenscreen ein bisschen durch. Ja, okay. Kannst du hier durch? Okay, Specki kommt hier durch. Läuft. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Na, 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 bleib hier. Und dann wäre halt hier oben noch. Gut.
Gut, die schlachten noch hier ein bisschen weiter rum. Wie sieht's aus mit dem Holz? Holz ist sehr bescheiden. Ja, ich weiß, deine Mama. Mühle gebaut. Ja, komm, geh mal da rein. Mir wurde auch nahegelegt, dass ich den zuerst platt machen soll. Shit. Und hier soll ich drei Bogen reinpfeffern. Das ist aber knackig, mein Freund. 200 Holz. Bleibt mal hier und geht mir nicht auf den Keks. Machen wir es mal so. Geht mal hier runter. Und dann seid ihr einfach mal nur ein bisschen auf defensive Haltung. Du genau das Gleiche. Du machst mir nämlich mehr kaputt wie das, dass es mir was bringt. So, wenn der nächste jetzt hier rauskommt, wir bräuchten... Oh, shit. Wir bräuchten Häuser. Haus. Ja, mach mal. Gut. Also hier haben wir ein bisschen Holz, hier haben wir noch ein bisschen Holz und da oben auch ein bisschen Holz. Aber jetzt gerade nicht die Welt. So, das sieht ja schon mal ein bisschen cool aus. La 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 la. Man muss ja schon sagen, da gehen wir dahin. Ich muss einmal kurz abspeichern. Wer schaut denn zu? Skinny Seerose. Oh, das ist ja süß. Seerose ist rosig. Na? Wenn das war nicht einfallsreich war. What? Komm, Bambi, gib mal ein bisschen Gas. Aber was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Muss ich mich einfach verarschen? Bist du mich am Verarschen? Wie viel geben die eigentlich? 50 oder 100, ne? So, Bambi. Hier können wir dann auch zumachen. Das ist ja ganz nett. So, komm mal her. Dann werden wir Pfeil und Bogen, aber nicht genug Holz. Da freue ich mich ja. Sehr gut. Handelskarawane. 135, bleib mal hier. Als ob. Das Holz hier so beschissen jetzt hier ist. Havokraft TV, hallo.
Havok TV, jetzt habe ich es. What? Man kann auch Wörter auch komplett verhunzen. Sehr gut. Schön, dass du zusiehst. Gut. Sehr schön, Match hier. Du glaubst ja wohl nicht, dass da hier nichts passiert. Kommst du da wirklich nicht durch? Oh. Ich bin ja überrascht. Spielst du gegen Computer oder Menschen? Ich spiele Kampagne. Also gegen Computer. Sind jetzt bei Chinggis Khan Level 5. Hi Thomas, ist das die HD-Version oder zart ist sicher? Das ist die HD-Version und ist nicht schlecht. Doch, ja. Doch, doch. Bin sehr zufrieden. Sagen wir es mal so. Es weckt auch Kindheitserinnerungen. Und hallo Marci! Ja, ich spiele die Kampagne. Danke, Garrett. So, Schnieke. So, da können wir eigentlich gerade. Wie lange brauchen wir noch? Hast du auch gegen den Menschen? Ja, natürlich. Ja, ja. Das tun wir immer bei uns im Discord-Kanal. Schauen wir immer wieder, dass wir ein paar Runden gegeneinander zocken oder auch miteinander gegen den Computer. Ist auch manchmal sehr, 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 sehr knackig. So, du kannst wirklich da rein, das ist ganz okay. Es wird langsam, wir holen ein bisschen auf, vor allem nahrungstechnisch ist es schon mal nicht so beschissen. Gut. Leg du mal da drüben los. Gut. Danke, Marci. Voll lieb von dir. Marci ist der Beste. Oh, Marci, ich habe noch dein Duschgel bei mir zu Hause. Das Axe Gold. Alter, das ist ja voll geil. Ich bin nämlich eigentlich nur mal derjenige, der so ein übelster fauler Einkäufer ist und immer das vom Aldi halt nimmt. Und ich muss aber sagen, das ist... feini, feini, ne? Also riecht schon sehr gut. Also wie gesagt, wer es noch nicht probiert hat, Axe Gold, ne? Kriegt dafür jetzt kein Geld, aber meine ehrliche Meinung. Dank deinen Greenscreen ist mein Kleeblatt auch durch. Ja, genau. Ich wollte das Kleeblatt eh mal in Gold bestellen, das Shirt. Es ist eins der ersten Shirts von meinem Merchandise und wie gesagt, also ich finde es sehr gut, auch die Qualität finde ich sehr, sehr gut, da war ich sehr überrascht. So. Was braucht man denn dafür? 150 Holz. Oh. Gibt es Nachschub? Da freue ich mich drauf. So. Schön, hier kann man noch Fische jagen. Oh, echt. Das ist so krass wie Holz. Doof, ne? So. Sehr schön, dass hier so viele beim Stollen abklopfen sind. Gut, das. Eine Schmiede wäre ganz, ganz homoerotisch. Die können wir eigentlich hier hochstellen. Tun wir mal da hochstellen.
Okay. Du kommst mal mit hier runter. Ich weiß nicht, was er hat. Sollen wir mal einfach mal die hier belassen? Was ist denn hier für ein Scheiß? Einfach drauf. Der war gut. Bleibt hier. Weil nämlich der den jetzt wegnatzt. So, Schmiede haben wir auch am Start. Dann wäre es cool, wenn ich noch hier das dahin bekomme. Ein Level-Up wäre natürlich auch toll. Kosten 1800 und noch vieles mehr. Sehr gut. So. Ach ja, als ob. Nett. Oh, das freut mich ja innerlich. War klar, dass der auch mal angreift und uns ziemlich hart auf den Keks gehen wird. Aber so früh hätte ich jetzt nicht erwartet. Die sind noch ein bisschen günstiger am Anfang. Sollen wir mal hier ein bisschen Schalu machen. Die Burg sieht ja sehr bescheiden aus. So ein Kack. Wenn ich da jetzt eine Burg hinbaue, denke ich, dass ich den Gegner trigger und dass er mir dann... Oh, scheiße. Dann etwas hart auf den Keks gehe. Lass das Ding kaputt machen, das juckt keinen Menschen. Das sind die Mini-Häuser, in der Zeit brauche ich einfach noch ein paar Leute. Hätten wir hier zumachen müssen, das wären wir auch bald. So, ich brauche nur ein paar Leute. So. Da verschwenden wir keine Leute, die lassen wir einfach da. Sondern die, die platt machen, das ist ganz okay. Großes Kino. Gut, hier, wie gesagt, wir belassen es erstmal hier. Ja, natürlich will er jetzt unbedingt hoch und mir da tierisch einen auf den Keks gehen. Gibt hier natürlich noch mehr Engpässe, aber vielleicht schafft es der Bauer. Wo sind die jetzt? Ah. Wirklich? Boah, ist das nervig. Ich bin wieder auf die falsche Taste gekommen. Boah, ist das doof. Sehr, sehr ärgerlich, meine Damen und Herren. Respekt, kriegt er hingeschissen.
Gut. Bleib du mal schnell hier. Ich möchte hier was haben. Dann bräuchte ich eigentlich noch einen Priester. Und ja, Marktplatz, wie könnt ihr mit uns selber, könnten wir ein bisschen schaluen, aber ja gut. Sehr gut, okay, okay, Schritt für Schritt. Der erste Angriff ein bisschen überlebt. Ich hoffe, der geht mir jetzt nicht noch mehr auf den Keks. So, wir bräuchten 3 reichen mehr. Komm mal da rüber. So, Mitsche, komm du mal hier wieder Steine hacken. Nein, nicht genug Gold, deine Mutti. Wir haben hier ewig Steine. Bau mal hier hin. Du holst dir das mal. So Mädchen, wenn du hier gleich fertig bist, kannst du gleich noch das Gold abbauen. Viel Spaß. Viel Spaß mit dir. Gut. Ich weiß noch nicht, was er hat. Schmiede müssen wir eher pimpen. Wie nachher irgendwas anderes. So, wo geht er mir auf den Sack hier? Was ich noch unbedingt bräuchte, wäre hier Pfeil und Bogen gedöns. Ach, Huche. Chapeau. Gut, dann sagen wir mal schnell Hallo. Und tschüss. Er hat mich geärgert. Da kommen wieder welche. Der ist ja gleich damit fertig. Dann hat er hier noch einen Priester. Der Priester können wir mal hier runterstellen, dass er einfach mal auch unsere Leute heilt. Wie viel Gold brauchst du? 800. Spinnst du? Krass wäre es, wenn er von da unten runtersäbeln könnte. Macht er das? Weiß ich nicht. Kann er machen. Vielleicht, eventuell, den Umständen entsprechend. Schlimm wird's eher. Nachher mit Holz. So. 3 Stück haben wir von denen. Die mag ich ungern machen, weil die sind so schnell immer am Arsch. Ich weiß nicht. Ja, ficken. Hier, Pfeile und Pferde. Guck mal, wie sie sich da sammeln. Macht das. Das ist kein Problem. Könnt ihr stundenlang machen, mein Freund. Okay. Natürlich kommen die jetzt mit so einem Scheiß da an. Komm mal hierher.
Habe ich irgendeinen, der nichts zu tun hat? Außer der hier. So, da haben wir Gold. Da haben wir das. Haben wir denn nochmal irgendwo Steine? Kommt drauf an. Sofern die direkt um die Ecke kommen, dann natzen wir die weg. Aber so doof wie die sind, die sammeln sich da noch so halb. Und futsch. Und der nächste futsch. So, das war doch ganz angenehm. Okay, ich habe drei von denen. Würde das denn reichen? Ich tu mal noch zwei machen. Dann habe ich die Leutchen. Dann tue ich noch davon etwas. Und tu hier noch ein bisschen machen. Ja, ich weiß. Wir haben keine Steine mehr. Sehr, sehr uncool. Und dann soll ich auch wieder Steine craften. Als nächstes würde ich einmal kurz nur abspeichern, um mal zu gucken, ob der Blaue uns wirklich ziemlich hart auf den Keks geht oder nicht. Marcy hat ein tolles Duschgel beim Thomas vergessen. Geh drauf. Mach'n platt, mach'n platt. Als ob das so schwer ist. Jetzt hier. Rasiert, meine Damen und Herren, rasiert. So, das war gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur ein bisschen mehr gebraucht. Eindeutig mehr. Okay, ich hätte mehr gebraucht. Also tun wir nochmal einmal kurz zurück. La 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 la.
So, komm du mal mit ins Abenteuerland. So. Das ist ganz okay hier. Nun bräuchten wir einfach, wie gesagt, viel mehr Leutchen. Kommt mal hier hoch und tut mal hier weiter säbeln. Ich habe keine mit Schwert. Das hebe ich mir lieber auf. So, dann haben wir die hier. Dann machen wir die auf 1 und machen wir die mal hier auf 5. Weil dann tue ich die hier. Gehen wir mal mit denen schnell mal los und versuchen die irgendwie von hinten platt zu machen. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. So, den hin. Lauf, 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 lauf. Ich weiß, die werden wir verlieren. Schade. Ach du dummes Kuh. Hier ist Gold, hier ist das. Also Steine ist so eine Sache. Ja, das habe ich gewusst. Ah, das habe ich ja so gewusst. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Keine Nahrung mehr. Doof. Shit happens. So, jetzt sind wir bald in der Imperialzeit. Es mir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Hey ho. Oh, Krampf. Jetzt. Da kriege ich ja richtig Gicht, ne? So, kommt mal her. Na. Uff in den Krieg. Wenn man das Tor auch zumacht. Wenn man das Tor auch zumacht. So, Imperialzeit.
Ja, platt gemacht. Könntest du vielleicht ein bisschen Gas geben? Okay, das juckt mich jetzt reichlich wenig. Können wir vielleicht irgendwie hier hoch? Du, ihr könntet schon mal hier hin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, das war so klar. Du Stück. Erdbeerrettich. Fahr doch jetzt nicht so weit. Mach den einfach platt und ist gut. So, wo ist denn der andere? Komm, wo sind denn die Leute, die mir hier... Polnische Flagge. Ja, hab ich. Heißt aber nicht, dass ich den Spaß schon gewonnen habe. Den Polen müssen wir ganz platt machen. Den Marktplatz lassen wir stehen. Mhm, danke. Arsch. Der wird nebendran von einer Axt zerfickt, anstatt der einfach dann hingeht. So, dann mach ich mal das platt. Das sieht auch schon mal gut aus. Na, 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 komm mit. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Wir gehen hier runter. So, okay. Das war jetzt schon mal ganz feini. Was ist hier kaputt gegangen? Die sind nicht alle da oben. Alter. Kotzt das an. Sehr wichtig. Nein, 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 nein. Nicht den platt machen. Wir wollen nachher noch Gold handeln. So, du kannst hier hin. So, du da, du da. Und dann ist es mir schon langsam echt Blume. Schön. So, jetzt haben wir natürlich dann Rot und ein bisschen vernachlässigt. Ihr könnt jetzt mal ein bisschen vor sich hin daddeln. Das ist, weil ich die eben alle fürs Gold geholt habe. Käse. Das ist okay. Ich würde sagen, dass wir das uns noch holen. Das haben wir schon. Das haben wir komplett gepimpt.
Sehr schön. Die haben halt hier schön Holz. Muss ich schon lassen. So, die nächste Frage ist, Reiter hätten wir nicht zufällig einen da oder so. Geh nochmal hier hin. Hier habe ich noch einen Reiter. Komm mal mit. Ist hier zu? Das ist die Frage. Weil wenn ja, wäre das ganz toll. Dann wäre das wirklich ganz, ganz toll. Komm, Blau, gib auf. Was ist los? Okay. Da muss dann irgendwo noch einer sein. Okay. So, Hetzer. Habe ich hier irgendeinen Markttypi? Gut. Das gibt's doch nicht. Mehr zu sein, aber scheiß drauf. Ist doch egal. Unser Ziel ist einfach nur, dass wir eine Flagge fertig machen. Und der Rest soll uns echt am Arsch gehen. Trivogés, die hauen wir aber da hin. Gut, perfekt. Sollen sie noch ein bisschen eskalieren? Hallo Jojo! Einen wunderschönen guten Abend. Wie viel? Errichten Sie innerhalb des beflaggten Gebietes 3 Burgen und widerstehen Sie den Überfällen des böhmischen Heeres. Böhmen ist grün. Mir geht's ganz gut. Doch, super. Ein bisschen Muskelkater vom Joggen heute. War ein bisschen too much und ich bin einmal mit dem rechten Fuß ein bisschen umgeknickt. War sehr unangenehm. Tat auch voll Aua. Aber trotzdem durchgezogen. Oh, nachdem ich wieder einen Arschtritt kassiert habe. Und ja. Machen wir platt mit Trivogés. Guck mal hier, was hier in der Flagge so alles abgeht. Und wir können ja die schon gerne bauen, aber so oder so fehlen uns Leute. Ich hoffe, Panda, dir geht's gut.
So. Dann ist hier schon mal Gold gesichert. Kommt mit. Oh, wie es brennt. Ja, schöner Anblick, muss ich ja schon lassen. Gut, dann ziehen wir uns alle Leute hier zurück. Geh du mal dahin. Das war klar. Dies war klar. Meine Drehjogers habe ich. Da machen wir gleich mal auf 5. So, da habe ich meine Pimps. Auf 1. Und auf 2. Respekt. War noch verdammt viele. So, jetzt können wir mit dem Gegner handeln. Dann kriegen wir mal wieder ein bisschen Gold, dass wir das wenigstens schon mal safe haben. Du könntest mal hier rüber gehen, weil ich kenne uns. Ach, da geht wieder die Hälfte drauf. So, wir kommen gerne entgegen. Wir hauen dir gerne eine rein. So, und dann gehen wir alles wieder hier rein. Weil der hat nämlich keine Probleme, den wegzunaschen. Die Deutschen! Sofern da nichts dabei ist, brauchen wir da nicht angreifen. Wenn wir diesen Angriff überlebt haben, dann würden wir gleich auch mal direkt starten. So, oh fuck. Geh mal hier in die Ecke rein. Habe ich vom Marktplatz schon alles gepimpt? Ja, ist schon alles gepimpt. So, 3 Burgen. Macht Spaß? Ja, doch. Ist ganz cool. Zurück. Mann, oh Mann, oh Mann, da kommen aber schon ein paar Brummer hin. Wir machen das zusammen, meine Damen. Geschlossene Einheit.
Super. So. Geh mal darüber. Die können uns ja von da nicht eingreifen und da. Ich weiß nur nicht, wie clever das nachher ist, wenn wir die drei Burgen da gebaut hätten oder würden oder machen tun. Nicht perfekt. Aber okay. Das ist ein bisschen schwierig mit denen. Hier kommen die anderen Einheiten hinterher. Schönes Kino. So, kommt mal hier hin. Wie viele Steine haben wir? 2, 6, wir können... Oh, Gott sei Dank, hier sind ja Steine. Komm mal her. Guck dir mal die ganze Sachlage mal hier mal ein bisschen genauer an. Gut, hier sollten wir irgendwie was basteln. Muss es denn überhaupt sein? Sagen wir es mal so. Muss es denn überhaupt sein? Na, 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 na. Lauf doch einfach, du Dippel. Die Festung von Wenzel liegt direkt vor uns. Okay. Im Nahkampf besiegen. So. Ja, Böhmen ist nicht ohne. Der Rote geht mir auf den Sack. Der Grüne hat mich nicht ein einziges Mal angegriffen. So. Ja, gut. Das mit dem Gold läuft ja sehr, 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 sehr supi. Hier hätte ich auch noch Gold. Ah, okay. Die können von hier auch kommen. Somit müsste ich hier safe sein. Feld abgebaut. Als ob.
Wir haben noch so viel. Guck mal ein bisschen hier. Eskalieren. Bäume, Bäume. Ich weiß, halt die Klappe. Ich glaube nicht, dass die da so durchglitschen können. Hier könnte ich was hinziehen, aber das ist trotzdem... Es war klar, dass das passiert. Mach mal zu, genau. Kann man sich das nicht fürs Handy holen? Leider nicht. Ich glaube, Command & Conquer, das kann man jetzt nicht holen. Ich glaube, da kann er nicht vorbeigletschen, oder? Schwierige Sache. Ich weiß es nicht. Die soll noch ein bisschen Stein abbauen. 600 brauchen wir einen. Wir können gerade mal einen basteln. Keine Ahnung, was auf uns zukommt, deswegen klatsche ich mal hin. Okay. So, taktisch klug irgendwas hier aufstellen. Der ist immer noch dran. Hier habe ich hier einige. Das ist da. Nein, nein, bleib hier. Wen es auch juckt, was der jetzt da draußen anstellt. Gut. 118. Komm du auch nochmal hier hin. Noch irgendwas pimpen, was mir was bringt? Nein, das nicht. Hier können wir noch was und wir können noch mal ein bisschen einkaufen.
dass wir die Steine irgendwie gebacken bekommen. So, kurz abspeichern. Jojo mag Burgen gerne nackig sehen. Bester Einfall ever. So. Ah. Dann sind die ein bisschen gepimpter. Gut, 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 gut. Ich habe nur ein Tor. Warum auch immer ich hier nur ein Tor habe. Wir haben die Befestigung fertiggestellt. Wir können nun dem Angriff von König Wenzel und seinen böhmischen Rittern entwachsen. Das heißt? Ihr müsst sie trotzdem platt machen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich dachte, da läuft jetzt eine Zeit runter und dann ist gut. Was ist das denn? Okay. Sehr interessant. Ist jetzt so eine Sache, kann er sich jetzt hier vorbei, weil dann beißt er mir hart in den Arsch. Ja, das Forge of Empires, ja, das kann sein, dass das geht. Wir räumen hier von hinten auf. Du dummes Kind. Du bist auch selten dämlich, mein Freund. Du bist auch selten dämlich.
Hast du mal kurz deine wichtigsten Leute verkackt. Na, na, na. Weg, 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 weg. Dass der den auch nicht trifft. Gut. Wir können auch gleich Rambazamba machen und mal hier ein bisschen rausgehen. Trifft den da. Den da. Der Rest interessiert uns null. Boah. Ernsthaft? Ich meine, er schon beinahe voll platt ist, ne? Alter. Komm, nur den, der platt, Mann. Der Rest interessiert uns nicht. Wir stehen uns auch ein bisschen blöd an jetzt. Problem ist, wenn wir jetzt alle wieder reingehen, dann haben wir den Salat. Nicht genügend Steine, aber die Steine, die können wir uns nochmal schnell kaufen. So, Drivogés. Drivogés. So, wir brauchen noch ein bisschen Nachschub. Ach. Wo haben wir denn jetzt hier das Problem? Die sind jetzt da, das juckt jetzt reichlich wenig. Kommt mal wieder rein. Clever. Clever er ist. Schade. Wir müssen die Flaggen. Hast du die Fragen mit dem auf dem Handy eigentlich beantwortet? Ja, habe ich. Das Age of Empires kann man leider nicht auf dem Handy spielen. Also ich wüsste es nicht. Und wenn, dann wäre es ziemlich kompliziert. Sagen wir es mal so. Wäre ein bisschen arg Fummlerei. So viele brauchen wir dann doch nicht.
Wenn wir hier eine Burg hinbauen, dann geht er uns nicht mehr so dermaßen auf den Keks. Der Rote allgemein nicht so. Das war klar, dass das jetzt passiert. Aber wir haben hier auch nicht umsonst eine Burg. Kann es sein, dass du dir Spiel erstellst oder was? Ja, ich tue ein Videospiel selber herstellen. Das stimmt, richtig. Ein nettes kleines Rollenspiel. Ja, richtig. Das mache ich wirklich. 6000 Gold. Ja gut, die sind ja recht fleißig. Wo kann man denn noch Holz holen? Hier. Das stimmt. Okay, jetzt haben wir das und jetzt würde ich mal sagen, wir greifen den mal hier ein bisschen an und machen den mal ein bisschen schalu, ne? Worum geht es? Es geht darum, dass ein Sklave auf eine Insel verfrachtet werden sollte, um da natürlich auszuhelfen und Sklavenarbeit zu tun. Das Boot, mit dem er da hinkommt, das geht leider unter oder kentert und somit ist es... Ist es so, dass er noch an Land schwimmen kann, nimmt dann eine Identität auf von einem Bauer, der verstorben ist auf der Insel. Und dann tut er einfach Sachen basteln, machen, die er so kann und Trolls bekämpfen. Und ja. Ganz nett, ganz cool, aber bin erst noch so bei, sagen wir mal, 35% vom ganzen Spiel. La le lululu. So. Versuchen wir mal etwas Action reinzubringen. Wann es fertig sein sollte? Normal bis zum nächsten Sommer. Bis dato sieht es noch gut aus. Ich konnte gestern wieder ein bisschen was dran machen und sowas. Also bis jetzt, ja. Und die kleinen Kinderkrankheiten haben auch schon mal raus. Also die großen Sachen wie Inventar und. So, das sieht schon mal gut aus. Das kassiert das schon mal richtig. Ja, zusammenbauen und dann fröhlich. Und wie viel wird es kosten? Zwischen 14,90 Euro und sagen wir mal so 18 Euro. Für eine Lizenz. Also zwischen 14 und 18 Euro, nicht mehr. Nein, nein. Zumal ich eigentlich auch kein Top-Entwickler bin und. Und zum Beispiel auch wie Marcy mir seine Stimme leiht. Und das zu ertragen als Spieler ist schon sehr, sehr hart. Und deswegen kann ich da jetzt nicht so viel Geld verlangen. Muah, Marcy.
What? Ich weiß nicht, wie lang die Kanonen, wie weit die Kanonen reichen. Ich muss die halt abhalten. Boah, der hat richtig getroffen. Der war stolz. Ah, oh, leck mich am Arsch. Na, 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 na. Na, weiter hier rechts. Gehst du da weg? Ja, gehst du da weg? Du kannst das Spiel in Ego sowie aber in Third-Person-Version spielen. Da kannst du mit V, also mit der Tastenkanimation, einfach umschwenken, wie man Lust und Liebe hat. Ich habe beide Möglichkeiten eingebaut. Oh. Das war dann doch zu nah. Ah, ist nicht so schlimm. Oh. Ja, das war klar, dass das passiert. Dies war klar. So, jetzt müssen wir mal sehen. Ja, genau. Ach, da ist die... die Schause. Na, 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 na! Bleib mal hier. Bleib mal. Ja, wo kannst du bleiben? Hier. Das ist mir zu kribbelig. Nachher laufe ich vorbei, der macht einen Schuss und fertig sind meine Leute. Da habe ich ja sowas von null Bock drauf. Du bist ein Arsch. Der trifft die halt nie, ne? So, jetzt bin ich weg. Sehr schön. Zusammenbauen. Bisschen triggern. Mal gucken, ob da irgendjemand von der Ecke rauskommt. Ja, habe ich mir gewusst. Habe ich mir gedacht, meine ich. Süß. Wenn ich da irgendwie nur das Türchen aufmachen bekomme. So. Nur hier. Eins aufmachen. Dann kann ich da schnell rein. Die platt machen und gut ist. Ich denke, das Spiel haben wir so gut wie gemeistert. Komm her, kommt raus. Das war's. Gut, einpacken. Gehen wir runter. Wo haben wir denn hier die Flagge? Da, denke ich. Dann sammeln wir mal hier. Wird nicht mehr so viel passieren. Die deutsche Flagge noch und dann ist gut. Ja. Ich wüsste nicht, wo ihr jetzt noch großartig... Tut mal hier Holzfeldern.
den platt machen, dann können wir uns hier vorbeischleichen und dann können wir irgendwie hier. Aber man muss doch nur. Kommt mal mit. Hä? Oh, Scheiße. Muss man sich nur die Flagge ergattern, oder wie wissen das? Na, jetzt stresst er aber schon tierisch rum. Müssen wir die nur schnell berühren? Okay, was geht hier ab? Nee, scheiße, wo ist sie? Da ist sie nicht. Oh, da ist sie. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Ja, fein. Teutonische Flagge gestohlen. Alle drei Flaggen gestohlen. Wir haben gesiegt. Sehr gut. War okay, war jetzt nicht so schwer. Also da gab es die anderen Level vor uns, die waren schon eher knackiger. Also so richtig dreckig. Da war das noch im grünen Bereich. Sehr schön. Lal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 a. So, dann haben wir Pax Mongolia. Sollen wir das noch starten? Jetzt muss ich nur schnell die Aufnahme beenden. Bis nachher, YouTube.